Der Kerzenständer ist aus massivem Gold und vollgesetzt. Wow, what? Verlassene Kirche, hier steht massives Gold rum. Ist wirklich hell genug. Dieses massiven Gold möchte ich nicht haben. Es wäre der Kerzenständer aus solidem Gold. Klar. Was man halt so in der verlassenen Kirche stehen hat. Ist auch Hochglanz poliert und extrem schwer. Gut, der hat wahrscheinlich einen anderen Typ mitgebracht. Ne? Brauche den Kerzenständer nicht, es ist hell genug. Du bist selbst ein Kerzenständer. Ein großer steingemeißelter Altar. Die Oberfläche fühlt sich rau und rissig an. Als ich meine Hand am Altar entlang gleiten lasse, bemerke ich zu seinen Füßen einen Luftstrom. Jetzt soll ich erst den Boden freilegen. Wenn ich ganz zu Altar gehen und Altar. Das war jetzt nicht, was ich gedrückt habe, aber okay. Warum ist denn das schon wieder? Sag mal, was mache ich denn da ständig? Dumm sein. Der Boden steht in einer kleinen Holzkiste, in der früher die Hostie aufbewahrt wurde. Noch Hostien da. Könnt ihr noch essen? Kann die Kiste öffnen. Kleine dünne Konditionshostie. Das wäre nicht richtig. Okay. Kaiserstummel, der wahrscheinlich etwa eins doppelt so hoch war. Seltsam, der Wachs fühlt sich weich an. Keine Erinnerung. Sind das alles verschiedene Kerzen? Moment, was Kruzifix? Wo kommt jetzt das? Ach, das ist ein Kruzifix daneben. Großes hölzernes Kreuz thront über mir. Die Oberfläche zeigt Narben der Zeit und stellenweise das Holz abgesplittert. Lege eine Hand auf das Kreuz. Ziehe sie aus dort wieder weg, da die Oberfläche des Kreuzes eiskalt ist. Ja, so kalt ist Holz dann mal auch nicht. Achso, ich gucke mir schon nicht mehr die Kerzen an. Moment, das ist. Kerze aus weißem Wachs. Sie ist ungefähr 30 cm lang und scheint noch unbenutzt zu sein. Wie auch nichts. Wie auch einen Haufen Scheiß mitnehmen will, aber mit nichts was anfangen kann. Zur Hälfte untergebrannte Kerze wieder starten Wachstropfen an den Seiten. Der Docht ist verkohlt und scheint vor kurzem überlöscht worden zu sein. Ich brauche die Kerze momentan nicht. Große Kerzen aus weißem Wachs. Der gekohlte Wachs verrät mir, dass die Kerze schon in Gebrauch war. So ohne die Kerzen genug. Langes Geländer aus Holz, das von vier Pfosten gestützt wird, die in die steinerne Plattform eingelassen sind, auf der ich stehe. Das Geländer gibt mir nicht gerade ein Gefühl von Sicherheit. Gibt kein gutes Geländer zu benutzen. Warum ist hier überhaupt ein Geländer? Ist das so hoch? Sieht nicht so hoch aus. Ein großes buntes Glasfenster, auf dem die Kreuzigung dargestellt ist. Das Licht von draußen scheint viel strahlender als das der düsteren Lampe. Im Fensterschau spüre ich, wie mich mein Mut verlässt. Hier ist eine Lampe. Gewagte Sache. Neben dem Altar steht ein hölzerner Ständer, auf dem früher während der Messe die Kirchenbibel lag. Seltsamerweise sieht der Ständer aus, als sei er erst vor kurzem benutzt worden, da kein Staub drauf zu sehen ist. Hätte ich wirklich nicht gebrauchen. Geländer aus sehr altem Holz. Sieht aus, als würde es bei der leichtesten Belastung zerbröckeln. Ist zu gefährlich, sich auf das verrottete Holz zu lehnen. Dann geht's jetzt da weiter. Andererseits ist der Altar, ne? Drop. Aha. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Der Oberfläche des Altars ist ein Loch, das ungefähr die Maße einer menschlichen Hand hat. Da kommen wir weiter. Aber bevor wir weiterkommen wollen, wollen wir erstmal hier weiter, ne? Wahrscheinlich werde ich hier einfach erschossen oder so. Werde ich hier erschossen? Nee. Ich bin in einem niedrigen Raum, dessen Ausmaße etwa denen der gesamten Kirche entsprechen. In der Wand befindet sich eine Flügeltür aus Metall und auf dem Boden liegen Kisten. Der Raum ist kalt und düster. Oh, das sieht gesund aus. Taufbecken, eine kleine Menge Weihwasser darin. Warum ist Weihwasser rot? Das Taufbecken aus demselben Felsgefäß ist, aus dem auch die Mauern sind. Das Taufbecken aus demselben ist aus dem. Nee, was auch immer. Tauch meine Hand in das Wasser und koste es. Das Wasser schmeckt ranzig und ekel. Warum
tust du. Und das ist nicht Weihwasser. Weihwasser ist nicht rot. Zwei massive Türen, die durch einen versteckten Mechanismus zusammengehalten werden. An den Türen befinden sich weder Schlüsselloch noch Griff. Türen bleiben ungedacht. Alle Versuche, sie mit der Hand zu öffnen, verschlossen. Da ist ein Griff. Ein Holzgriff, der meiner Meinung nach dazu dient, die Tür, vor der ich stehe, zu öffnen. Der Griff steht in waagrechter Position. Greife dann den Griff und drücke ihn nach unten. Absolut nichts passiert. Okay. Ein sehr altes, zerbrochenes Gitter, das weder sichtbare Griffe noch Scharniere besitzt. Der Geruch schaler und modriger Luft kommt von unten heraufgestiegen. Da unten muss ich eine Art Kammer befinden. Sein Weg zum unteren Raum finden. Kann ich die Steinsäule angucken? Nee. Der Griff ist direkt daneben. Ich sehe keinen Griff. Hm. Ja, das ist gar kein Problem. Hier geht es einfach wieder hoch. Bist du auf? Gehen wir zu diesem Loch hier. Pass auf, gehst zu dem Loch, ne? Und das hat ja die Größe einer Hand. Und wir haben ja eine Hand. Lustiger Zufall. Ich habe da eine Hand gefunden. Ein dumpfes Geräusch verschwindet meine Hand in dem Loch. Das ist nicht deine Hand. Zeig mir den Mittelfinger. Nein, hier ist der Zeigefinger. Oder das steingemeißelte Altar. Ich wollte da jetzt eigentlich. Zeig es zur Kiste, okay. Verstehe nicht, ich leg die Hostie mal wieder rein. Jetzt ist die Tür offen, oder muss ich noch was anderes machen? Ich meine, ich kann auch die Bank benutzen, das ist, so ist es jetzt nicht, ne? Ich benutze mal den Griff. Absolut nichts passiert. Und das Gitter ist immer noch zu. Die Türen. Ich sehe wieder irgendwas, nehme ich an. Okay, aber nichts Schlimmes passiert, das speichern wir nochmal. Ist vielleicht irgendwo was anderes passiert. Warte mal, so ein Kerzenständer. Die massiven Goldkerzenständer wegwerfen. Achso, ich. Was? Ich muss erst die Gold. Okay. Natürlich. Teil, den ich verschoben habe, steht an derselben Stelle, an der ich ihn verlassen hatte. Beinahe hatte ich erwartet, dass er sich von alleine wieder zurückgeschoben hat. Bereits den geheimen Eingang entdeckt und ich bezweifle, dass es sonst etwas Interessantes zu finden gibt. Natürlich, das Gold war zu schwer. Ah. Natürlich. Natürlich, das schwere Gold. Das muss erst weg. Dann kann ich diesen massiven Stein verschieben. Ich habe ein kleines Loch entdeckt, das gerade groß genug ist, um sie hineinzuzwängen. Das Loch weist eine Holzrahmung auf und ist von Spinnweb bedeckt. Vorsicht, lass mich hinab in die Tiefe. Ugh. Unterirdische Grabkammer, das klingt gut. Finde ich in einem kleinen quadratischen Zimmer aus Steinblöcken. Durch die Öffnung in der hohen Decke kann ich das gedämpfte Licht der Kirche erkennen. Bist du eingestorben und stirbst jetzt. Glückwunsch. Eine Boden ist ein Pflasterstein mit vier runden Löchern eingesetzt. Die Löcher sehen aus wie handgearbeitet und sind identisch. Ich habe da jetzt aber nicht die Hostie mitnehmen müssen, oder? Ist ein bisschen ungünstig. Wer kniehohes Tongefäß mit einer dünnen Öffnung, die gerade groß genug ist, um meine Hand hineinzustecken. Keine Tondeckel bedeckte Öffnung. Ich soll versuchen, das Gefäß zu öffnen. Ach nee, ich muss Edelsteine sammeln. Ah, ein Glück. Puh. Du hast die Hostie nicht mitgenommen. Ja, das ist das Problem. Das ist ein Regal. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Eck. Kleines Metallregal, das mit Metallklammern an der Ecke des Raums festgemacht ist. Fest an der Wand gebracht und nützt für mich nichts. Was ist jetzt den Kristall in dem ersten Fall ein Schlitz im Pflasterstein? Der passt wie angegossen. Im Pflasterstein steckt jetzt ein Kristall. Er sitzt in einer Art Schlüsselloch und scheint schwach zu leuchten. Okay. Kleines Metallregal, das mit Kalkkrubbeln in einer Ecke des Raums festgemacht ist.
Feste Angriff ohne Nutzen für mich. Was haben wir hier? Felsplatte. Felsplatte des Grabdeckel. Mutig hief ich die Felsplatte zur Seite. Bisschen Grabstellung muss. Kommt man jetzt eigentlich noch ran? Oh, man kommt sogar noch ran. Haben sie mitgedacht. Kleines Metallregal oder waren sie sogar schon ein bisschen faul? Also ich hätte jetzt nach den ganzen Lampen schon ein bisschen mehr erwartet, ne? Enttäuschend. Kleiner roter Edelstein, das leuchtet, wenn man ihnen das Licht des über mir liegenden Zimmers hält. Mhm, nehme ich mal mit. Was haben wir dann noch so? Noch ein Edelstein. Edelstein mit einem spiegelglatten Oberfläche. Ich muss etwas finden, das ich damit benutzen kann. Okay. Ich glaube, Deo brauche ich keins mehr. Ich stinke jetzt eh ohne Ende. Ein kurzer Dolch mit einem goldenen Griff und einer sterlenden Klinge, die scharf aussieht. Ich finde, dass ich mit dem Dolch benutzen kann. Ja, geil. Nehmen wir mit hier. Was haben wir da noch? Ein Felsklumpen, der aus der Wand des Kolossus gefallen sein muss. Muss ich das finden, dass ich damit benutzen kann? Ja, klar. Nehmen wir mit. Kaugummi. Ja, Kaugummi brauchen wir nicht mehr. Ist jetzt eh zu spät für Kaugummi. Ich sehe einige Knochen und Zähne rumliegen, alles mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Ich blase über einen der Knochen und er wolke Staubwirbel auf. Wirbel auf, ich muss niesen, er ist auch klug. Gebeine. Alles klar, bei Knochen und noch irgendwas anderes herumliegt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um das verwesten Fleisch des Toten. Alles mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Ich nehme nur, was ich brauche. Was ist dies? Ist das ein Pen and Paper Rollenspiel? Nee, dann würde ich ja alles brauchen. Die riesige Felsplatte liegt zurückgeschoben auf dem Grab. Glaube ich, dass es nötig ist, das Grab wieder zu schließen? Nö, nö, passt schon. Alles, alles hier. Bestens. Einfach mal hier Grabschändung. Setze zwei Kristalle in Pflasterstein. Der passt tadellos. Das sind die zwei Kristalle gegenüber. Das mittlere Schlüsselloch ist noch frei. Wie gesagt, der Fels an dieser Einsatz irgendwie ein paar verborgene Türen. Pflasterstein sind drei rote Kristalle eingebettet und alle geben einen Strahlen, ein schwaches Leuchten aus. Und alle geben. Moment, was? In dem Pflasterstein sind drei rote Kristalle eingebettet und alle geben einen Strahlen, ein schwaches Leuchten aus. Ah, der typische, ich kann mich nicht entscheiden und schreibe beides hin. Und merk's nicht mal. Die Türen in der östlichen Wand stehen offen. Weil jetzt rauskommt, wie man die Geheimtür öffnet. Ich habe die Geheimtür nicht mal gesehen. Ich war beschäftigt mit Kristallen nach den Goldständern. Moment, falsches Spiel. Eine große offene Felstür ermöglicht mir den Einblick in den Korridor, der dahinter liegt. An der Stelle, an der die Tür in der Wand hängt, entdecke ich einen altertümlichen Mechanismus. Ich gebe der Tür einen Schubs, aber sie scheint sich nicht schließen zu lassen. Große offene. Also, das hat. Ah, hier haben sie aber so ein bisschen so. Ach du Scheiß. Die Katakomben dehnen sich ziemlich weit aus. Dieser Tunnel führt nach zwei Richtungen. In die Dunkelheit. Ab und zu höre ich das entfernte Fallen von Wassertropfen. Oh, Lampen. Wieso brennen hier Lampen? Am Wand über mir hängt eine runde, orangene Lampe, die den Tunnel mit schwachem Licht versorgt. Ein dickes Kabel führt von der Unterseite der Lampe und an der Tunnelwand entlang. Lampe hat keinen sichtbaren Schalter. Keine dieser Lampen können hier ausgeschaltet werden. Wand über mir hängt eine runde, orangene Lampe, die den Tunnel mit schwachem Licht versorgt. Ein dickes Kabel führt von der. Jetzt bin ich so wirklich faul hier. Stein klein, aber schwer mit einer Art Moos verwachsen. Er ist sehr glitschig, weil er ziemlich nass ist. Was soll ich das finden, dass ich damit benutzen kann? Ein Fels kommt mir aus Katakombenwand gefallen sein muss. Der Fels ist nass und glänzt. So, wir können nach oben oder wir können nach unten. Das save ich doch mal und hoffentlich habe ich nichts kaputt gespeichert. Wann habe ich den letzten Save-Set gesetzt? So, Lampe. So, nochmal der gleiche Text. Ach, jetzt wurden sie aber wirklich faul. Große Statue mit einem Kristall, die auf zwei übereinander gestapelten Ringen sitzt. In jedem der beiden Felsen ist eine Reihe von Symbolen eingearbeitet, die Felsen bewegbar zu sein. Fels bewegbar zu sein, was? Oben
mal, war das nicht auch eben im Diary von Mad Men? Oh Moment, ich hab noch nicht. Tunnel reicht hier sein Ende. Die Hände, Wände sind feucht und moosbewachsen. Luft ist abgestanden, eine leichte Wiese. Wiese. Brise, Brise weht durch den Tunnel, Junge. Kennt ihr das, wenn Wiesen durch euren Tunnel wehen? Oh Gott. Natürlich geht's ja noch weiter. Tunnel macht hier einen 90-Grad-Knick und in einer Wand befindet sich eine Tür, die in einen weiteren Raum führt. In der Dunkelheit höre ich das Trippeln winziger Füße an mir vorbeihuschen. Ah, geil, Ratten. So, was haben wir hier bei der Lampe? Ja, es ist jetzt hier aber wirklich dünn mit Lampen. Das ist jetzt schon... Also ich hätte ja mehr Text für Lampen eingebaut. Diese Balken dieses Gitters reichen vom Boden bis zur Decke und jede einzelne Stange besteht aus einem dicken Metallstück. Ich sehe weder ein Schloss noch eine Klinke, aber das Gitter scheint aus einer Nische in der südlichen Wand zu kommen. Gitter, aber nichts passiert. So schon. Ach nee, das ist glaube ich nur jetzt Licht. So, mal die Gelegenheit nochmal speichern. Nicht, dass ich irgendwie paranoid wäre und glaube, dass ich gleich sterbe, aber. Hallo? Hallo? Kurze Pause. Gut, und weiter geht's. Kann den Spielstand jetzt noch laden? Die Antwort ist nein. Scheiße. Gut, dann gucken wir doch mal. Wo habe ich denn zuletzt... Okay, das war hier und da habe ich es jetzt gespeichert. Ah, da war ich schon draußen, okay. 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 Wir haben es repariert. Hier war nichts weiter, deswegen wir wollten nach da. Okay. Dieses Zimmer muss als Lagerraum dienen, da sich hier nichts anderes befindet als Kartons und Kisten. Der Raum wird von einer einzigen Glühlampe erleuchtet, die ihr grelles Licht im Raum verteilt. Und das Bett übersiehst du? Ja, ja, das ist ja auch nicht so offensichtlich, wenn man da reingeht. Die Lampen sind alle gleich, das ist der Grund für den Absturz auch. Eine Mischbatterie aus Kunststoff mit einem warmen und einem kalten Wasserhahn. Die Beschriftung für heiß und kalt ist abgegriffen und der Hahn tropft langsam vor sich hin. So den Hahn zuzudrehen, aber es hört nicht auf zu tropfen. Oh, das hasse ich. Spiegel. Alle Spiegel, der ziemlich wackelig an der Wand hängt. An einer Ecke ist der zerbrochen und die Oberfläche ist dermaßen erblindet, dass ich mich kaum erkennen kann. Ich wische mit meiner Hand über die Oberfläche und hinterlasse einen Abdruck im Staub. Alles Staub abgestaubt. Nee. Ich nehme das Spiel gar nicht ernst. Wobei, es ist schon ein hartes Spiel. Wenn man die Zeit auch bedenkt. Ein Spülbecken aus rostfreiem Stahl ist eher schlecht als recht an der Wand festgemacht. Es sieht aus, als würde es nur von den Wasserrohren gehalten. Das Becken ist stumpf und eine Lache abgestanden im Wasser, es ruht am Boden. Ich rucke ein wenig am Spülbecken. Warum nicht? Oh, ein Stein. Kleiner rundes Felsstück. Der hellgraue Stein ist schwer und fühlt sich kalt an. Ich muss das finden, dass ich mir den Fels benutzen kann. Jetzt Wand, Steinsäule, Licht, hier geht's wieder raus, geh zur Schrank. Ein alter mitgenommener Schrank mit zwei Türen, die Vorderseiten sind verkratzt und die Griffe abgenutzt. Einer scheint lose zu sein. Dann öffnen wir doch mal und stellen fest, es ist ziemlich leer. Okay, habe ich irgendwelchen Müll, den ich vielleicht nicht brauche? Ich nehme an, ich brauche den Scheiß hier nicht mehr. Wenn doch, bin ich gefickt. Ja, das sind immer noch die gleich.
Ein grauer Bürostuhl mit einem Loch, aus dem die Füllung herausquillt. Der Stuhl steht auf einem Bein aus rostfreiem Stahl, das an seinem Ende spinnenförmig ausläuft und auf Rollen steht. Ich setze mich für einen Moment und stehe dann wieder auf. Eben wollte er nicht sitzen, aber jetzt plötzlich schon. Kleiner Holztisch, bei dem eines der Beine kürzer ist als die anderen. Wie alles andere in diesem Zimmer sieht er sehr alt aus. Mir auf den Tisch und er kippt vorwärts auf das verkürzte Bein. Oh, das Bett. Ungemachtes Bett, das aussieht, als hätte vor kurzem jemand darin geschlafen. Das Laken ist schmuddelig grau, die Bettdecke blau. Ich verstehe die Matratze, das Bett fühlt sich warm und unbequem an. Kissen. Ein blaues Kissen, das platt gesessen und schlaff aussieht.